Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wien hart vor Ort. Ich bin heute hier in Rosenheim unterwegs, gehört zu meinem Stimmkreis und da wollte ich euch mal zeigen, wie die Baufortschritte der größten Infrastrukturmaßnahme sind, die wir hier im Moment haben, nämlich den Bau der Westsangen um Rosenheim herum. Ein Multimillionenprojekt und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt. Wir sind hier in der Oberaustraße und hinter mir sieht man jetzt schon die ersten Pfeiler der neuen und sehr langen Brücke für die Westtangente. Da hatten wir ein Riesenproblem hier in der Gegend. Das ist auch ein Riesenproblem für den Brenntunnelzulauf, nämlich der Seeton. Hier war nämlich vor ungefähr 8000 Jahren noch ein großer See und davor war hier der Gletscher. Und dementsprechend sind schlechte Sedimente da. Und wenn wir jetzt hier mal rüber schauen, nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Dann seht ihr hier, oben geht dann die Straße weiter über die Bahnlinie zwischen Holzkirchen und Rosenheim hinüber. Und da haben wir ganz viel Schotter. Also wir haben hier grundsätzlich im Raum Rosenheim mit schlechtem Untergrund zu arbeiten. Und deswegen wird das Ganze jetzt auch ein bisschen länger dauern und natürlich auch mal wieder teurer, konnte man ja kaum abschätzen. Und ja, bald werden jetzt hier ab Ende 2022 vielleicht die ersten Autos rollen und damit die Rosenheimer Innenstadt vom Verkehr endlich befreien. Man hat jahrzehntelang drauf gewartet und ja, jetzt schauen wir uns vielleicht noch ein paar andere Baustellen an. Ich nehme euch mit. So, jetzt sind wir hier zwischen Pfaffenhofen und Rosenheim im Ortsteil Wernhardsberg und hinter mir sieht man jetzt eine große Baustelle, die beim Bau der Westtangente für Rosenheim ein bisschen für Probleme sorgt im Moment und das ist nämlich diese Unterführung der Bahnlinie Salzburg und da haben wir das Problem, dass hier aufgrund der großen Belastung auf dieser Zugstrecke diese ganzen Planungen nicht so genau sind und wir jetzt halt leider feststellen müssen, dass wir hier wahrscheinlich mit Verzögerungen rechnen müssen. Natürlich noch so ein wichtiges Teilstück, das zur Vollendung der Westtangente fehlt. Ich werde das für euch genau im Blick behalten, damit wir hier ja, schnellstmöglich einen Finger drauf bekommen und dass es hier auch wirklich weitergeht für die Entlastung der Stadt Rosenheim, damit der Fernverkehr endlich um Rosenheim rumfährt.